Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitagmorgen, also ungefähr 9:30 Uhr und wir bekommen jetzt in den nächsten paar Minuten ein neues Sofa geliefert. Ich freue mich da voll drauf, weil das aktuelle Sofa ist halt eigentlich nur gediehen, also es gehört uns gar nicht. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt endlich ein eigenes dann bekommen. Und ja, ich bin gespannt, wie das so aussehen wird und ich wollte euch einfach mal mitnehmen, euch das zeigen. Und ja, viel Spaß. Wundert euch nicht, ich frühstücke hier gerade, aber ich wollte euch mal eben zeigen, wie es hier im Wohnzimmer aussieht. Wir bekommen nämlich gleich unser neues Sofa geliefert. Deswegen ist es hier gerade so leer. Da stand ja auch unser vorheriges Sofa. Das steht jetzt gerade im Schlafzimmer, das mussten wir mal eben rüberräumen, damit hier eben das neue rein kann. Das wird noch von meinem Papa abgeholt und genau, das wird ein graues Sofa. Ich freue mich da richtig, richtig drüber. Wir haben echt schon lange überlegt, uns ein neues Sofa zu bestellen. So, ich bin gerade einfach nur super genervt. Wir müssen das jetzt alles in Einzelteilen hochbringen, weil es nicht in den Fahrstuhl passt. Ich kann ja das schon mal zeigen. Also das hier sind die zwei Armlehnen und hier unten liegen die drei Kissen. Ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt niemand irgendwie mit Kinderwagen oder so lang muss. Das wäre halt ziemlich unangenehm und ich wüsste auch nicht, was ich dann machen soll, weil ich krieg's halt nicht weg. Die Hausmeister sind irgendwie gerade auch nicht da. Oh Mann, ey. Sowas passiert wirklich immer mir, ich sag's euch. Ja, ich werde jetzt nochmal runterfahren und das irgendwie versuchen, aber Chris müsste jetzt auch bald kommen. Schere ist auch am Start, um das irgendwie aufzuschneiden. I don't really need new friends, so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid of, give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but... Ach. Nee. Ein Herrschaftsakt. So sieht das Sofa jetzt auf jeden Fall aus. Wir sind voll happy damit, also... Das ist leider nicht so gut, um irgendwas unterzubringen. Also unser vorheriges Sofa hatte halt hier unten noch so eine Schublade, sag ich mal, für irgendwelche Sachen. Aber trotzdem, das ist einfach echt richtig schön. Und da müssen noch so Bilder hin. Aber wir können hier nicht keine Nägel reinhämmern, weil die Wände zu dick sind. Ja. So, ich war gerade noch in der Stadt, habe eine Kleinigkeit gekauft und ja, jetzt geht's wieder in die Wohnung. So, ich bin jetzt wieder zurück. Chris und ich waren, nachdem wir das Sofa zusammengebaut haben, wir mussten ja nicht wirklich viel zusammenbauen, aber genau, nachdem waren wir auf jeden Fall in der Stadt bei Vapiano essen, dann ist er in die Hochschule gefahren und ich bin noch ja, in die Innenstadt gegangen und habe da zwei Sachen gekauft, weil heute zwei Freundinnen von mir so eine Art Abschiedsfeier feiern, also die fliegen jetzt in einer Woche, glaube ich, nach Australien und da ja, machen die dann ein Auslandssemester. Ja, und deshalb wollte ich den beiden noch eine Kleinigkeit kaufen und habe dann zwei Reisetagebücher gekauft. Die sehen genau gleich aus, weil ich dachte, wenn ich jetzt unterschiedliche nehme, nicht, dass dann der eine denkt so, oh, deins ist viel schöner. Vielleicht kennt ihr das noch von früher. Das war bei uns immer, also bei meiner Schwester und mir voll oft so. Ja, und deshalb habe ich die beiden gekauft. Und ja, das ist mega schönes Wetter draußen, deswegen war ich voll froh, dass ich dann nochmal ein bisschen rumgelaufen bin durch die Stadt und gleich werde ich auf jeden Fall noch ein paar Bücher durcharbeiten für meine Hausarbeit, Literatur suchen und so. Und ja, ich bin mega zufrieden mit dem Sofa, also nochmal, um darauf zurückzukommen. Das mit dem Sofa vorhin war wirklich ein Akt. Ich hatte halt angegeben, dass wir einen Fahrstuhl hier haben, aber dass es eben auch im vierten Stock ist. Und ja, dann haben die geklingelt. Und meinten dann, ich soll am besten mal runterkommen. Und dann haben die mir gesagt, dass das riesige Paket, also die waren zu zweit, nicht in den Fahrstuhl passen würde. Und dass die jetzt nicht genug Zeit haben, das die Treppen hochzutragen. Und es dafür wohl auch zu schwer sei. Also es hat wohl 100 Kilo gewogen, dieses ganze Paket in einem. Und dann haben die mich gefragt, ob die das wieder mitnehmen sollen oder ob ich das jetzt hier lassen möchte. Und alle Einzelteile halt irgendwie dann hochschleppe. Und dann dachte ich mir so, scheiße, was machst du jetzt? Weil Chris war nicht da, ich war halt komplett alleine hier. Und ich wollte es halt auch nicht wieder mitnehmen lassen. Also das ist ja total blöd. Dann hätte ich ja wieder ein bisschen warten müssen, bis das dann kommt. Und also ich habe es dann hier behalten, habe Chris angerufen, dass er kommen soll. Und habe aber schon mal versucht, das Paket unten aufzumachen, weil es hat halt wirklich nicht in den Fahrstuhl gepasst. Und alleine kann ich es natürlich auch nicht hochtragen.
Und die Hausmeister waren irgendwie gerade auch nicht auffindbar. Ja, und dann habe ich das aufgemacht. Ich hatte so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, weil, keine Ahnung, ich habe den ganzen Flur damit eingenommen unten. Niemand, also natürlich konnten da Leute vorbei, aber jetzt, man konnte halt nicht mit dem Kinderwagen oder sonst irgendwas vorbei. Und ich hatte echt Angst, dass da jetzt irgendwer sich beschwert oder so. Es ist nochmal alles gut gegangen. Chris ist dann erst eine Dreiviertelstunde später angekommen. Aber ich hatte dann schon so ein paar kleinere Teile hochgebracht, aber das riesige Sofa an sich, das kann man halt nicht alleine hier hochschleppen. Und da war ich dann froh, dass Chris gekommen ist, und dann haben wir das zu zweit in den Fahrstuhl irgendwie geschoben. Und also es war wirklich schwierig, weil es sehr, sehr schwer ist. Es ist halt ein Schlafsofa, und deswegen ist da halt nochmal dieses ganze untere Ding, also dieses, was man so rauszieht, damit man eben drauf schlafen kann. Das ist halt nochmal doppelt so schwer irgendwie wie so ein normales Zweiersofa. Aber ich bin froh, dass es endlich hier oben ist, dass es gut aussieht. Wenn es jetzt nicht gut aussehen würde, wäre es halt total blöd gewesen. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Genau, ich wollte noch was erzählen. Und zwar, im letzten Vlog habe ich ja voll viel Mathe gelernt und so. Und wir haben dann vorgestern die Klausur geschrieben. Ja, und ich muss sagen, sie war nicht so gut. Ich hoffe einfach, dass es gereicht hat, um zu bestehen. Wir müssen jetzt eigentlich auch in den nächsten paar Tagen das Ergebnis bekommen. Ich bin gespannt, wann es kommt, weil, ja, die letzten meinen Klausuren, da war das Ergebnis schon innerhalb von 2 Tagen da, was ich halt richtig krass finde. Aber es wird halt nicht vom Dozenten korrigiert, die Klausur, das wäre, glaube ich, einfach auch zu viel für eine Person, sondern von den ganzen Übungsleitern. Ja, genau. Und morgen fahre ich nach Bremen, wieder nach Hause. Ich freue mich voll, aber auch für nur ein paar Tage, weil ich nächste Woche schon wieder hier zum Arzt muss und so. Aber ja. Ich habe jetzt Semesterferien. Es wären zwar nicht so die angenehmsten Ferien, weil ich 2 Hausarbeiten schreiben muss, auch für Englisch lernen muss. Da habe ich noch 3 Prüfungen nach den Ferien. Aber ja, ich freue mich trotzdem irgendwie. Ich habe auch in der Zeit Geburtstag. Ich denke, das wird schon ganz cool. So, mittlerweile ist es 18 Uhr. Ich stehe in der Küche und habe mich fertig gemacht, auch schon angezogen. Chris und ich werden jetzt demnächst auch losfahren. Chris kommt nämlich auch mit. Wurde halt auch eingeladen und... ja, es geht ab 19 Uhr los. Ich freue mich voll. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ich denke, ich werde mich dann auch erst morgen früh wieder melden und nicht heute Nacht, wenn wir dann wiederkommen. Genau, also erstmal bis morgen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und jetzt ungefähr 10 Uhr morgens. Ich habe eben schon gefrühstückt und ja, wir sind gestern relativ früh wieder nach Hause gefahren. Also wir waren, glaube ich, ungefähr bis 1, halb 2 da. Das war aber auch voll gut, weil Chris heute Morgen früh raus musste. Also der ist auch schon... weg, der muss heute arbeiten und deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ich meine, wir haben trotzdem nicht viel geschlafen, aber ja, es passt schon. Das kommt halt immer mal wieder vor, wenn man dann weg ist, dass man dann nicht auf 7, 8 Stunden Schlaf kommt. Aber alles gut. Und ja, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen wieder was für meine Hausarbeit machen in Deutsch. Ein bisschen Literatur durcharbeiten und rausschreiben und so. Und ja, dann werde ich das jetzt erstmal die nächsten 2 Stunden ungefähr machen. Und dann mache ich mich langsam fertig und dann geht es auch schon zum Hauptbahnhof. Und ja, ich freue mich voll, dann mal wieder ein paar Tage in Bremen zu sein. Und ich freue mich super, meine Mama und auch meine Schwester zu sehen. Ja, ich finde das immer voll schön. Gerade so in den Semesterferien hat man dann auch ja mal wieder länger Zeit. Also jetzt die paar Tage nicht, aber ich werde ja danach auf jeden Fall auch noch mal wieder nach Bremen fahren und kann dann halt mal wieder... länger irgendwie in der Heimat sein, das ist voll cool. Und ich nutze die Zeit dann auch gerne da zu sein und eben nicht hier in Köln. Genau, das werde ich jetzt erstmal machen. Und dann melde ich mich wahrscheinlich nochmal, wenn ich dann losfahre oder kurz vorher, wenn ich mich fertig gemacht habe. Ja. Ich arbeite jetzt gerade dieses Buch hier durch. Und ich finde einfach, diese Schrift ist so anstrengend zu lesen, weil es so mini ist. Und okay, es ist gar nicht so klein. Es sieht... so jetzt nicht so schlimm aus, aber keine Ahnung, das ist so voll das alte Buch auch irgendwie. Man riecht das richtig. Ich habe auch schon ein bisschen was markiert. So, mittlerweile ist etwas Zeit vergangen. Es ist 12:15 und ich habe mich fertig gemacht, beziehungsweise eigentlich nur angezogen. Ich dachte mir, ich schmink mich heute nicht, weil ich ja jeden halben Tag nur im Zug sitze. Und ja, ich muss jetzt gleich los und ich kann euch ja mal eben zeigen, was ich so trage. Also, ich habe so ein schwarzes Kleid an. Das ist von Zara. Das habe ich schon ein bisschen länger. Das ist vom letzten Jahr. Und das hat hier vorne so eine schöne Knopfleiste. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und dazu trage ich
da drüber einfach eine graue Strickjacke, weil ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen kalt. Das hat halt so lange Ärmel nur und dann trage ich einfach noch eine schwarze Strumpfhose. Genau, und das ist es auch schon. Ja, dazu werde ich dann, denke ich, meine Timberlands anziehen. Ich dachte mir, das passt ganz gut. Die sind halt so grau-blau, würde ich sagen. Und mein Koffer steht hier auch schon bereit. Habe ich schon an die Tür gestellt. Und ja, dann wird es jetzt auch gleich losgehen. Ich wollte nämlich vorher nochmal wahrscheinlich zu Rewe, um mir Wasser zu holen und irgendwie ein Brötchen oder so. Weil ich habe jetzt echt schon wieder Hunger, muss ich sagen. Ich bin einfach immer noch so happy mit unserem Sofa. Ich finde es so toll. Das sieht so schön aus. Und hier vorne kommen dann wahrscheinlich noch so ein paar Kissen drauf. Wir hatten ja vorher ein beiges Sofa und deswegen hatten wir halt auch beige Kissen. Und ich werde die einfach von zu Hause aus Bremen demnächst mal mitbringen. Und ja, unser Tisch. Und ich finde auch, die Gardinen wirken hier in der Ecke voll schön. Die sind gar nicht so grau, wie ich dachte. Also die scheinen, also durch das Licht, finde ich, wirken die so ein bisschen ja, lila, flieder. Und ich finde das echt schön hier so in der Ecke. Gefällt mir sehr gut. Vermisst. Ja, wie ihr seht, bin ich zu Hause. Ich bin auch gerade erst angekommen. Mama und meine Schwester hat mich vom Bahnhof abgeholt. Und jetzt ist es schon wieder kurz vor 6. Also ich habe das Gefühl, ich saß wirklich den ganzen Tag nur im Zug. Es hat sich sehr gezogen, die Zugfahrt, obwohl wir halt gar keine Verspätung hatten. Also alles war pünktlich. Und ja, ich bin jetzt happy, hier zu sein. Ich habe auch Kuchen gekauft. Ich habe zwar heute schon einen Berliner gegessen im Zug, wie ihr ja gesehen habt. Aber gegen Kuchen habe ich doch nie was. Das geht immer. Oh, sie ist so süß, sie ist so süß. So, mittlerweile ist schon der nächste Tag, es ist Sonntag. Und ja, ich hatte mich jetzt gestern Abend nicht mehr gemeldet. Mama und ich haben einfach noch einen Film geguckt. Gladbeck hieß der, den kennt ihr bestimmt. Das ist die Geschichte von der Geiselnahme. Und ja, genau, wir haben jetzt eben gefrühstückt und werden jetzt gleich in die Stadt fahren. Mal schauen, was der Tag so bringt. Ich hoffe, es wird nicht allzu stürmisch. Wir gucken einfach mal und ja, ich wollte das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!